Das hat aber wunderbar geklappt. Kleinen Moment mal bitte. Ja, was denn? So, bin wieder da. Glückwunsch, du hast einen Edelstein gewonnen. Ich habe gerade einen Riesenschock gekriegt, weil Uka eben seinen Satz erst nicht gesagt hat. Und der muss diesen Satz sagen, damit ich meinen Kart bewegen kann. Weißt du, er sagt ja nach jedem erhaltenen Objekt, was man kriegt, sagt er ja Glückwunsch, du hast ein Relikt verdient oder Glückwunsch, du hast eine Trophäe. Und er hat das eben nicht gesagt, dann wäre das Spiel eigentlich abgestürzt. Das hatte ich schon ein paar Mal. Glücklicherweise hat er den Satz noch eben gesagt. Hat zwar ein paar Mal gehakt, aber dann konnte ich meinen Kart doch noch bewegen. Oh Gott, ey. Das wär's gewesen. Wollen wir nochmal einen kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, verschwinde ruhig, genau. Ja, Leute, dann sind wir erstmal wieder kurz allein unterwegs, aber nicht schlimm. Wir müssen jetzt sowieso erstmal in die letzte Welt zurück. Und da müssen wir dann nochmal Dingenskirchen, halt, da bin ich vorbeigefahren, einen CTR-Chip einsammeln, damit wir den nächsten Pokal machen können. Weil momentan sind die Pokale das, was wir noch erreichen können. Die Relikte wollte ich ja ganz zum Schluss machen. Die mache ich dann in der letzten Session wahrscheinlich. Also nicht in der letzten Session, sondern in der nächsten Session. So, das wollte ich damit sagen. Und ich bin wieder da. Du bist wieder da. Wunderbar. Wo warst du denn? Mama hat was gefragt. Was hat sie denn gefragt? Ich bin neugierig. Ob ich 2 Euro habe. Und hast du 2 Euro? Ja, ich hatte 2 Euro. Das ist die... Nee, die Betonung liegt auf hatte. Ja, ich hatte 2 Euro. Ja. So, und jetzt... Das waren jetzt meine letzten 2 Euro. Du Arme. Ja. So, den haben wir gemacht. Ich muss jetzt den, am besten den grünen Chip muss ich finden. Der grüne Chip. Ist das grün? Was? Das ist blau, grün, ne? Ja, na, das Feld ist blau. Ja, der Chip, der da drin schwebt, auf den kommt es an. Ich glaube, der war blau. Der blaue kann gar nicht sein, fällt mir gerade ein. Moment. Weil, blau habe ich ja gerade gemacht, den blauen Edelsteinpokal. Ich gehe da einfach mal rein. Und hoffe, dass das der grüne Chip ist. Ist der grüne Chip. Ich hoffe doch sehr, dass man mein Gespräch... Ich habe extra leise mit Mutti gesprochen, dass man es auch nicht hört. Ich hoffe, dass... Was hast du? Das hört man dann nicht. Was? Ich habe dich gerade nicht verstanden. Dass man das hoffentlich nicht hört, wie ich mit meiner Mutti geredet habe. Wir haben aber extra ganz leise gesprochen. Ach so, nee, das konnte ich nicht hören. Okay. Ich glaube, ich habe hier gerade einen Wackelkontakt in meinem Kabel vom Kopfhörer. Weil nicht nur dich höre ich gerade abgehackt, sondern auch das Spiel. Aber ich hoffe mal, das halte ich irgendwie durch. Das ist schlecht. Das ist schlecht, ja, geht so. Das ist immer noch besser, als wenn Skype die Probleme hätte. Das hört sich aber anders an. Also da ist alles noch in Ordnung. Nee, nee. Jetzt habe ich auch wieder normalen Ton hier, sehr gut. Ja, ich brauche unbedingt ein neues Verlängerungskabel für mein Headset. Das ist irgendwie nicht mehr richtig... Oh, warte, warte, wie mache ich das denn? Hast du also es geht hier jetzt wieder darum, Buchstaben einzusammeln. Ach, Buchstaben. So, gucken. So, wo ist denn der dritte Buchstabe? 2 habe ich schon gesehen. Vielleicht hier in der Abkürzung. Dann nehme ich mal die Gasbuddel. Ich habe auch gar nicht gemerkt, nicht wo ich abwesend war, was du alles gemacht hast. Ich bin doch gar nicht hergekommen. Jo! Das war mal richtig gut. Wenn ich dir irgendwie mal zwischendurch nicht antworten sollte, ist das nicht böse gemeint, dann habe ich dich einfach nicht gehört. Ja. Nee, ich hab. Ich muss hier nach diesem Rennen muss ich unbedingt mal an dem Kabel wackeln. Das ist hier gerade sehr, sehr unterbrochen, was ich hier höre. Ja, so, dann mach das mal. Ah! Das C nicht gekriegt. Na gut. So läuft das eigentlich ganz gut. Noch, ja. Sag's nicht so laut. Jetzt muss ich den einen Buchstaben noch bekommen, wie auch immer, und noch Erster werden natürlich. Ist da wieder Coco vor dir oder ist dir noch der? Nee, das ist jetzt Tiny Tiger. Ach so. Ja. Ja, du kennst natürlich die ganzen Crash-Charaktere noch nicht so gut, aber irgendwann lernst du die noch. Ja, na, ich bin froh, dass ich weiß, wer Crash ist. Ja. Du wirst ja vielleicht noch öfter bei mir zu Gast sein, dann wirst du das schon drauf kriegen. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe ja gemerkt, es macht dir Spaß.
Auf jeden Fall. Boah, ich glaube, ich muss mich auch noch mal mit der Fidschi selber einschmieren. Fidschi? Ja, na, das ist so eine komische Fidschi-Salbe. Ich kenn Fidschi-Inseln. Kommt die daher? Nein. Kann ja sein. Das sagt die man Fidschi, so. Die berühmte Fidschi-Salbe von den Fidschi-Inseln. Nein, das sagt man so. Jedenfalls ist das so eine Salbe, die schmiert man sich halt da drauf. Und dann wird die Stelle, wird deine Körperstelle ganz, ganz warm. Und das soll angeblich helfen bei Verkrampfung oder so. Ah ja, wie so ein Wärmepflaster praktisch. Ja, genau. So, wenn ich jetzt Erster werden könnte, wäre das geil. Aber ich glaube, guck mal. Oh, 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 ne. Schade. Na gut, jetzt muss ich mal eben am Kabel hier arbeiten. So, warte mal. So. Jetzt höre ich wieder was. Ich versuche das einfach nochmal. Genau, außerdem habe ich den Anfang sowieso nicht mitgekriegt, weil da meine Mama reinkam. Ja, das Level war jetzt nicht so groß anders. So. Okay. Aber ich habe das eben schon mal ganz gut hingekriegt, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich habe zumindest alle Buchstaben gehabt und Zweiter, das geht. Aber Leute, wir brauchen jetzt unbedingt diesen Chip, um weiterzukommen. Deswegen muss ich jetzt dieses Level probieren. Das hilft alles nichts. Das C. Und Uka. Aber das, muss ich sagen, kriegst du besser hin als das vorige, was wir im letzten Part ja, hatten. Ja, das stimmt. Diesmal bin ich auch nicht mehr so aufgeregt. Jetzt weiß ich ja, wie das ist, mit dir zusammen aufzunehmen, weißt du? Dann bin ich nicht mehr ganz so nervös. Wahrscheinlich liegt's daran. Ach, du warst nervös. Ich brauch doch eine Ausrede. Ey. Nein, so war das nicht gemeint. Ah, ja. Wusste ich gar nicht. Guck mal, alle Buchstaben in der ersten. Guck mal, alle Buchstaben in der ersten Runde und ich bin die Erste. Nee, bin ich nicht. Wieso bin ich die Erste? Ach, da vorne ist der ganz. Meine Güte. Vielleicht hast du deine Karre nicht richtig gepimpt. Ja, die kann man sowieso nicht pimpen hier. Das ist das Problem. Ach so. Das war zu dieser Spielzeit noch nicht so mit Autos tunen und so. Zumindest nicht in Spielen. Nee, Need for Speed war da noch nicht so wirklich. Ich wollte gerade sagen, das kam zuerst mal eigentlich so richtig mit Need for Speed Underground auf. Das war, glaube ich, das erste Spiel, wo man so richtig seine Karre tunen konnte und bemalen und so. Ja. Das habe ich auch noch ganz gerne gespielt, den ersten Teil. Den habe ich sogar gehabt. Ja. Teil 2 fand ich nicht mehr so berauschend. Ein paar Need for Speed Teile habe ich auch mal gezockt. Ja. Was gab's denn da noch? Your Midnight Club, hier Dub Edition oder genau, so. Genau, genau. Es gab sogar mal ein Spiel, was, glaube ich, für oder von The Fast and the Furious rauskam. Das hieß, glaube ich, auch so. Ja, das habe ich auch gezockt. Ja, war das gut? Das Driften konnte ich ganz gut. Ich meine, war das Spiel denn sonst so ganz gut gemacht? Oder war das eher so ein billiger Abklatsch, die mussten mal eben schnell eins rausbringen, weil es da einen Film zu gibt? Und also es ist schon, also zum Beispiel das Driften, was auch am Ende, was die auch im Film am Ende gemacht haben. Ja. Wo der dann den Hang runterfällt mit seiner Kiste. Das haben sie genau so nachgemacht. Ah ja, okay. Also du musstest wirklich auf Schnelligkeit auch da runter driften. Oder hoch, ich weiß es gar nicht, runter oder hoch war es. Ja. Und haben die sich da auch auf die Filme bezogen, richtig von der Geschichte her, oder? Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr so. Oder war das irgendwie so ein eigenständiges Spiel, was nichts mit den Filmen zu tun hatte? Also das hatte auf jeden Fall schon manchmal was mit den Filmszenen zu tun, auf jeden Fall. Ja, okay. Aber so wirklich kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, aber das, das war eigentlich schon, ja, recht unterhaltsam, ne? So viel gemacht, nein! Ey. Wieso nicht? Nein, ich meinte nicht die. Ich bin leider hier wieder kurz vom Ziel. Ja. Da war ja noch schlechter als vorher. Ja, der war diesmal nicht so gut, gebe ich dir zu Recht, aber... Also das Buchstaben einsammeln ist hier überhaupt nicht das Problem. Nur das Erste wäre das hier ein bisschen schwieriger. Aber wir müssen es hinkriegen. Genau, wir haben keine Zeit. Ja, das geht eigentlich von der Zeit her. Na, wir nehmen ganz normal eine Stunde auf, vielleicht ein bisschen überziehen, aber dann... bist du auch erlöst. Oh, ach,
Ey, also Leute, das hört sich an, als wurde ich hier gezwungen mitzumachen. Ja, du siehst du, das sitzt hier gefesselt und geknebelt am Sessel. Na? Ja. Und ich zwinge dich praktisch hier mitzumachen. Ich werde noch nicht mal bezahlt, ich schütze. Ja, genau. 2 Euro kriegst du. Jubidu! Okay, immerhin 5. Ja, von 8, ne? Immerhin. So, Tee. Also, das Tee hier, ne? So. Nicht der Tee, das Tee. Achso, ich hab gedacht, du trinkst schon aber. Der Tee ist vor mir. Den kann ich jetzt aber gerade nicht nehmen, weil ich hier konzentriere. So, jetzt muss ich mal über das R da oben holen. Genau, genauso. Genau so. So, und Uka! Oh, mein Rücken, der bringt mich noch um, ey. Ich hatte gestern Rückenprobleme. Auf dem Konzert. Was hast du da gemacht? Bist du auf dem Dixie-Klo stecken geblieben? Gestanden habe ich. Die ganze Zeit lang. Ja, oh, immer an einer Stelle. Das geht auch irgendwie in den Rücken. Ach Gottchen, ach Gottchen, hab ich gesagt. Versteh dich gerade nicht. Ich hab gesagt, ach Gottchen. Ach so, ja, Mitleid brauchst du mich jetzt nicht. Mein Gott, nee. So schlimm war es dann doch. So, jetzt muss ich noch ein bisschen Gas geben hier. Du hast vor allem muss ich das. Vor allem muss ich das R mitnehmen. Hast ich hab's! Ich pupp mir ins Bein! Ich pupp mir ins Bein, schreit der Cortex! Ich hab mir übrigens wieder, heute. Nee, warte mal, bis Mittag war ich weg. Nachmittag war das ja. Irgendwann Nachmittag habe ich mir mal wieder Medieval reingezogen von dir. Ah, 1 oder 2? 2. Ah ja. 2, ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Abgefetzt. Aber was ich sinnlos finde, ist, im zweiten Teil kann der sprechen, also vor allem nuscheln, ne? Hat aber, ja, hat aber keinerlei Unterkiefer bzw. keinen Mund mehr, Lili. Kannst. Ja, das ist ja im ersten Teil auch schon so. Ja, aber im ersten Teil hat er auch noch nicht so gesprochen, dass du den verstehen konntest. Der hat zwar so gemacht, weißt du, aber im zweiten Teil verstehst du den ja so ein bisschen so, weißt du? Ja, stimmt. Ja. Im ersten hat er nur so. Ja, genau. Mhm. Ach man, ist das ja ein Krampf, du. Seine Alten. Mann, das ist ja schon der 4. Versuch. Dabei fing das so gut an mit dieser Session. Ja, ehrlich mal, ey. Setzt mal mehr trainieren. Ach, das 10 nicht bekommen. Das hab ich gesehen. Ja. Die schlechten Sachen, die siehst du natürlich an. Das habe ich auch gesehen. Alles gesehen und aufgenommen. Wenn mir irgendwas Gutes passiert, das sieht keine Sau. Doch, ich. Das habe ich auch gesehen. Ja, genau. Ich sehe nämlich auch gerade, dass du total ablust. Ja, wie immer. Aber ich krieg das Tee. Das hab ich nicht gesehen. Ja, war klar, war klar. Doch, das hab ich gesehen. So, jetzt holen wir uns das R. So, das C noch holen und dann nur noch Erster werden. Wie viele Runden fährt man da? 3, ne? Oder? Ja, 3, genau. Mhm. Mensch! Das C ist aber auch blöde platziert. Ja, das soll wahrscheinlich für Alex sein. Schon. Ja, du würdest das auch nicht hinbekommen. Ja. Ja.
möchte ich hier mal bei Crash Team Racing spielen sehen. Mal gucken, wer da besser ist. Willst du Probleme oder was? Hm? Willst du Probleme oder was? Nein. Nein. Ich würde doch nie Streit anfangen. Ach, ich komme mal zu dir und zock das mal. Das fetzt irgendwie. Das erinnert mich wirklich frisch an Mario Kart. Ja, ist ja auch genauso eigentlich. So, nun geht's um die Wurst. Ich bin wieder ganz ruhig. Jetzt muss ich das Ziel gleich kriegen, das ist viel wichtiger. Das kommt jetzt. Oh, Gott sei Dank. Hat geklappt, ja. Ich hab's sogar gesehen. Oh, los jetzt, schnell mal rein. Du hast was Positives von mir gesehen. Ja, das... Ah, los! Und diese Gasbuddel muss ich jetzt aufschonen. Da kommt gleich eine Stelle, wo ich die unbedingt brauche. Da muss ich die Abkürzung schaffen. Oh, jetzt! Kommt los, nämlich, hau rein! Die kommt, hier, Achtung, Achtung! Ja! So, und jetzt durchkommen. Fehlt mir was. Ja, wir rischen mit. Nee. Kick an! Super! Pro Part schaffen wir 1%, dann klappt's doch. Ha. Hui. Ich nur hoffen, dass Uka Uka seinen Satz wieder sagt, sonst kann ich nicht abspeichern. Sind wir aber ins Schwitzen gekommen, du. Oh.